Geld, das der Staat ausgibt, muss erstmal erwirtschaftet werden. Das stimmt so nicht, denn die finanziellen Spielräume in einem Staatshaushalt, die ergeben sich nicht nur aus den Steuereinnahmen, sondern auch aus der Höhe der Kredite, die man bei der Zentralbank aufnimmt. Natürlich müssen diese Kredite auch zurückgezahlt werden, aber man kann natürlich politisch festlegen, zu welchen Konditionen und in welchem Zeitraum man sie zurückzahlt. Man kann in seiner eigenen Währung gar nicht pleite gehen. Deshalb macht es Sinn, auch mal über Kredite die Konjunktur in der Währung zu stabilisieren.